LTI Gießen 46ers TV. Hello und herzlich willkommen zur Faschingsausgabe des LTI Gießen 46ers TV. Ja, zu feiern haben wir leider nicht wirklich was nach der 83-86 Heimpleite gegen Bayreuth. Dafür ist der Publikumsliebling Matze Perl bei uns zu Gast. Hi Matze, grüß dich. Hallo. Ja, mit 19 Punkten habt ihr mal zu Beginn der zweiten Halbzeit geführt. Wie konnte es dann kommen, dass das Ruder doch noch rumgerissen ist zugunsten von Bayreuth? Ja, das stimmt. Also am Anfang haben wir wirklich Gas gegeben. Wir haben tollen Basketball gespielt. Die Fans waren auch hinter uns. Es lief echt alles wirklich rund. Nur leider kamen dann aus der Halbzeit raus und hatten Osvaldo Genti und Gibson, die hochprozentig geworfen haben und auch wirklich auch Dinger getroffen haben, die man auch schwer verteidigen kann. Und das war halt die Kehrwende. Man darf eigentlich aber so ein Spiel nicht mit 18 Punkten führt, dann noch verlieren. Du sagst, die Big Points haben sie, glaube ich, einfach dann getroffen, also wirklich unglaubliche Trefferquoten. Merkt man dann vielleicht auch dem Team an, okay, wir haben 3 Spiele in Folge davor verloren, das Selbstbewusstsein ist nicht mehr so ganz so da? Ja klar, also wir hatten ja das erste Spiel gegen Bremerhaven, da waren wir auch wirklich nicht gut, wir haben nicht wirklich gut verteidigt, das war halt schon klar, dass wir dann auch, müssen wir eingestehen, dass wir nicht gut waren. Dann in Adland, wo sie 2 Topspieler gefehlt haben, hätten wir auch eine Chance gehabt zu gewinnen, die haben wir leider auch nicht genutzt. Und jetzt sowas, das tut schon weh, also es ist schon wie ein Genickbruch. Also mir tut es auch persönlich sehr weh, weil es ist halt auch gerade bei Reut, der auch ein bisschen unten steht, man muss sowas gewinnen. Ja, es hat, glaube ich, vielen Fans wehgetan. Trotz allem möchten wir es uns nochmal angucken. Hier ist wie immer unser Spielbericht für euch. Trotz Faschingszeit fanden etwas mehr als 3000 Fans den Weg in die Osthalle. Denn die Bayreuther waren mit 4 Pleiten in Folge angereist. Die 46ers wollten diese Serie der Gäste gerne ausbauen. Für Spielmacher Ahmad Shah Sazai kam die Partie gegen die Franken allerdings zu früh. Er leidet noch immer unter Schmerzen. Rein ins Spiel, bis zur 4. Minute mussten sich die Fans der Gießener gedulden. Dann erzielte Coco Archibong die ersten Punkte der Partie für die Mittelhessen. In der Abwehr standen die Gießener zu Beginn des Spiels gut und kamen dann auch in der Offense immer besser ins Rollen. Wayne Bernard erzielt mit diesem Dreier die erste Führung für die Gastgeber. 10:9 für Gießen. Auch Trainer Hamsen fand Lob für die Startphase seiner Mannschaft, sagte: Wir sind mit einer guten Einstellung ins Spiel gestartet und haben in vielen Phasen besser gespielt als Bayreuth. Diese Szene ein guter Beweis, der BBC im Angriff, Coco Archibong mit diesem Monster-Block, Wayne Bernard schnappt sich die Pille, Fast Break Gießen und wiederum Archibong kann nur mit einem Foul gestoppt werden. Mit schönem Basketball und einer 17:14 Führung gingen die 46ers ins zweite Viertel. Und liefen dort erst richtig heiß. Archibong auf Stewart und der US-Amerikaner eröffnete einen Punktereigen für die Mittelhessen. Ovcina spielt Pruitt schön frei, der mit Dreier Nummer 1 und direkt im Anschluss mit Dreier Nummer 2. Zur Halbzeit leuchtete eine 16-Punkte-Führung für Gießen von der Anzeigetafel. Gästetrainer Marco Vandenberg muss beim Pausentee aber die richtigen Worte gefunden haben, denn sein Team kehrte wie verwandelt aufs Parkett zurück. Vor allem Ex-Gießener Osvaldo Genti traf in der Folgezeit auch die Big Points, wie hier im Duell mit Radenko Pilcevic. Genti war allein mit 17 Punkten nur im dritten Viertel maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt. Trainer Hamsen nahm nach noch nicht einmal 3 Minuten eine Auszeit. Gießen konnte vereinzelt wie hier durch diesen schönen Dreier von Ovcina die Führung zwar behaupten, doch die Franken kamen Punkt für Punkt heran. Wieder ist es Genti, der in der Halbzeitpause anscheinend eine Pulle Zielwasser getrunken hatte. Beide Teams jetzt wegen der dichten Verteidigungsreihen meistens mit Würfen aus der Distanz. Studiogast Matze Perl versenkt ebenfalls von jenseits der 6,75 Meter Linie. Die Mannschaften in dieser Phase mit einer fast schon unmenschlichen Dreierquote. Mit einem knappen 59:54 für die 46ers ging es in den Schlussabschnitt. Vor allem Radenko Pilcevic ging hier nochmal als Anführer voran. In den letzten 10 Minuten holte er nochmal alles aus sich raus und übernahm die Verantwortung auf dem Parkett. 9 Punkte erzielte der 25-jährige Serbe im letzten Viertel. Doch gegen Bayreuths dynamisches Duo Genti und Gibson war in der zweiten Halbzeit einfach kein Kraut mehr gewachsen. Neben Genti war Gibson der Bezugspunkt im Spiel des BBC und steuerte 23 Punkte zum Sieg bei.
Trainer Harmsen nahm seine Spieler nach der Partie in Schutz. Er sagte, wenn im 1 gegen 1 die Spieler so ihre Würfe treffen, ist es fast schon unmöglich, ein solches Spiel zu gewinnen. Allein in der zweiten Hälfte traf Bayreuth 9 von 11 Dreiern. Unfassbar. Knapp 3 Minuten vor Schluss war es dann soweit. Die Gäste gingen zum ersten Mal seit der Anfangsphase in Führung. Und Brandon Hunter zertrümmerte mit diesem sehenswerten Dunking nicht nur fast den Korb, sondern auch die Moral der 46ers, die sich bis in die Schlusssekunde zwar gegen die Niederlage sträubten, aber gegen die unglaubliche Trefferquote der Bayreuther einfach nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Sie haben einfach die Big Points getroffen. Gibson, der war heute unglaublich gut drauf. Am Ende konnten wir sie einfach nicht mehr stoppen. Ja, wir müssen in unserer Abwehr spielen wie in Hälfte 1 und wir müssen dringend unsere Fehler minimieren. Dann gewinnen wir auch wieder. Ach, am Anfang haben wir die Würfe nicht getroffen und sind auch hinten geschwommen. Aber als wir das dann abstellen konnten, waren wir plötzlich zurück im Spiel. Es war ein unglaublich hart umkämpftes Match, weil Gießen auch richtig stark zu Hause ist. Tja, wir kamen hier hin und hatten 4 Spiele am Stück verloren und hatten deshalb einfach auch nichts zu verlieren. Heute haben wir einfach alle bis zum Schluss gekämpft. Ja, am Ende die 4. Niederlage in Folge. Nächste Woche geht es auch noch nach Bamberg ausgerechnet. Glaube ich auch keine leichte Angelegenheit. Matze, Trainer Harmsen hat unter der Woche gesagt, er will mehr Typen wie dich, die alles geben für Gießen. Das hat er bei den anderen vielleicht ab und zu so ein bisschen vermisst. Genießt du diese Wertschätzung des Trainers? Naja, also wie gesagt, ich bin hier in Gießen aufgewachsen und wenn ich aufs Spielfeld komme, ich will halt alles geben. Ich will ja halt auch nicht wirklich jetzt jedes Mal um Abstieg zu spielen und ich freue mich schon, wenn er mich dann einwechselt und ich versuche auch wirklich Gas zu geben, um auch die Mannschaft zu pushen, weil meine Aufgabe ist ja nicht so sehr wie ein offensiv stark zu sein, sondern eher defensiv, damit ich die Spieler ein bisschen unter Druck stelle und sie dann ein bisschen verwirre und das Team ein bisschen pushe. Ja, ich glaube, dass der Trainer dich vertraut, hat man auch zuletzt an deinen Einsatzzeiten gesehen. Trotz allem, zu Beginn der Rückrunde lief es ja richtig gut, da seid ihr ja richtig gut gestartet. Jetzt habt ihr wieder so einen kleinen Hänger. Was muss passieren, damit ihr jetzt wieder die Kehrtwende schaffen könnt? Na klar, also wir müssen jetzt erstmal wieder zusammenstehen und als Team spielen. Wir sind ja Profispieler, wir können dann nicht den Kopf hängen lassen und sagen, okay, es läuft blöd und alles drum und dran, aber es geht einfach nicht. Wir müssen drüber stehen und Gas geben, auch wenn jetzt Bamberg kommt. Es ist egal, Basketball ist Basketball, es kann alles passieren. Hat man ja im Hinspiel gesehen. Da, der phänomenale Dreier von Barry Stewart zum Sieg. Dann wünsche ich euch alles Gute für die Reise nach Bamberg und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei der neuen Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV. Tschüss, bis dann. LTI Gießen 46ers TV.